wie zu erwarten war. Und wir rufen auf den Tagesordnungspunkt 8, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP und der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 4819, Gesetz zum Ausbau des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen, Änderung des Heilberufsgesetzes, in Verbindung damit den Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90 Grünen, Drucksache Nummer 4146, Kinderschutz geht alle an, Prävention stärken, Zusammenarbeit von Jugend- und Gesundheitshilfe ausbauen. Ich darf noch hinweisen auf die Beschlussempfehlung dem Berichtsausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Drucksache 7188, zum Gesetzentwurf, Drucksache Nummer 4819. Es erfolgt die Aussprache und für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Frau Kollegin Hack. Ja, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne. Unser Antrag Kinderschutz geht alle an, Prävention stärken, Zusammenarbeit von Jugend- und Gesundheitshilfe ausbauen. Dieser Antrag beschreibt unser Verständnis umfassender Maßnahmen zum präventiven Kinderschutz. Er beschreibt darüber hinaus die notwendige Weiterentwicklung der in Nordrhein-Westfalen bereits erfolgreich begonnenen Arbeit, die auf mehreren Grundlagen fußt, allen voran dem Verfassungsrang der Kinderrechte und des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen. Ich darf mit Freude aus unserer Verfassung im Artikel 6 zitieren. In Absatz 2 heißt es, Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Staat und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie achten und sichern ihre Rechte. Dieser Schutzauftrag gilt also auch und zuerst für uns als Landesparlament. In unserem Koalitionsvertrag haben wir, die Parteien von SPD und Bündnis 90 Die Grünen, sowohl die Grundlagen als auch die Perspektiven benannt, ausgehend von den Fortschritten auf Bundesebene, die mit dem Bundeskinderschutzgesetz bereits erreicht wurden, und ausgehend von unserer Politik der Vorbeugung vereinbarten wir die Entwicklung eines Landesgesetzes zum präventiven Kinderschutz und für frühe Hilfen. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen der Opposition, ich will Ihren Vorwurf, dass wir die Verpflichtung im Koalitionsvertrag zu diesem Gesetz nun seit über 2 Jahren, ich möchte es sagen, vor uns herschieben, nehme ich gerne vorweg. Unseres Erachtens ist es durchaus angemessen, ein so wichtiges Gesetz auf der Grundlage sehr gründlicher Planungen zu entwickeln und zum Beispiel unterschiedliche Modelle in den Kommunen und damit vorhandene vielfältige Erfahrungen zu berücksichtigen. Das Bundeskinderschutzgesetz war bei Abschluss des Koalitionsvertrages gerade wenige Monate in Kraft. Der Modellversuch »Kein Kind zurücklassen« ebenfalls gerade Anfang 2012 gestartet. Es schadet unseres Erachtens sicherlich nicht, Erfahrungen und Erkenntnisse, Methoden, Praxisbeispiele, Datenlagen und möglicherweise auch Probleme zu identifizieren und für die Gesetzeserstellung einzubeziehen. Unser Antrag nimmt nun verschiedene Aspekte und Forderungen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen auf. Ein bedeutender Faktor für das Gelingen präventiven Kinderschutzes ist unseres Erachtens die systemübergreifende Zusammenarbeit relevanter Akteure. Und ich habe an dieser Stelle bereits einmal beklagt, dass ein großes Defizit des Bundeskinderschutzgesetzes ist, die nicht adäquate Einbeziehung des Gesundheitswesens. Kinderschutz ist aus unserer Sicht sehr viel mehr als die Aufgabe nur der Kinder- und Jugendhilfe. Dem soll ein Landesgesetz Rechnung tragen, indem es, wie wir es im Antrag beschrieben haben, über das Kinder-, Jugend- und Familienressort hinaus Gesundheitswesen, Schule, Soziales und Justiz einbezieht. Es soll zweitens natürlich Regelungen für die Zusammenarbeit mit den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe treffen, die über vielfältige Praxiserfahrungen und Kompetenzen verfügen. Und schließlich soll es drittens landesweit einheitlich und verbindlich Information, Beratung und Prävention für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern und für Kinderschutz regeln. Darüber hinaus fordern wir mit unserem Antrag eine Erweiterung der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes im Hinblick besonders auf die Kooperation mit dem Gesundheitswesen.
Und wir fordern auch, dass die finanzielle Beteiligung der Krankenkassen im präventiven Kinderschutz keine Ausnahme mehr ist, wie die im Antrag erwähnten Verträge einzelner Kassen mit einzelnen Kinderschutzeinrichtungen. Die derzeit noch regelmäßig nicht honorierte Netzwerk-, Beratungs- und so weiter Arbeit von Ärztinnen und Ärzten muss als ärztliche Leistung anerkannt und von den Kassen bezahlt werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Ebenso sind die Rolle und der Einsatz von Familienhebammen zu klären. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich noch eines deutlich machen. Dieses Gesetz wird Finanzmittel in Anspruch nehmen. Das mit ihm umzusetzende Vorhaben, einen flächendeckenden, verbindlichen, präventiven Kinderschutz zu regeln, ist nicht geeignet, Sparanstrengungen zu erfüllen. Und wie schon mit der deutlichen Erhöhung der Landesinvestitionen in das KIBITZ, wie mit der Aufstockung der Mittel für den Landeskinder- und Jugendförderplan, ich könnte weitere Beispiele unserer Politik anführen, wird Rot-Grün auch mit diesem Landespräventionsgesetz die Lage von Kindern und Jugendlichen verbessern. Und der Bereitstellung dieser Mittel wird sich, so hoffen wir als SPD-Fraktion, zum gegebenen Zeitpunkt auch die Opposition nicht verschließen. Und ich bin mir sicher, dass wir im Ausschuss über diese umfassende Thematik sicherlich sachorientiert und zielgerichtet diskutieren können. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Scharrenbach das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Ärztinnen und Ärzte sind zur Offenbarung über das, was ihnen in ihrer ärztlichen Eigenschaft anvertraut oder bekannt geworden ist, befugt, soweit sie von der Schweigepflicht entbunden worden sind oder soweit die Offenbarung zum Schutz eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich ist. Über diesen einen Satz stimmen wir heute ab. Mit Ja, Nein oder Enthaltung. Über diesen einen Satz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und CDU, FDP und Piraten werben seit mehr als anderthalb Jahren bei Ihnen, den Abgeordneten von SPD und Grünen, dafür, Ärzten bei Verdacht auf Kindesmisshandlung die Möglichkeit zu geben, sich mit einem Arzt interkollegial beraten zu dürfen. Heute darf ein Arzt das nicht. Tut er das dennoch, macht er sich strafbar. Und aus den zwei Anhörungen, die wir in der Zwischenzeit zu dem Thema interkollegialer Ärzteaustausch bei Verdacht auf Kindesmisshandlung hatten, wird deutlich, angesichts der bestehenden Rechtslage kann eine gewisse Zurückhaltung von Kinderärzten festgestellt werden, eine Kindesmisshandlung zu diagnostizieren und an das Jugendamt zu melden. Denn erst in dem Fall, wenn die Kindesmisshandlung eindeutig feststeht, erfolgt eine Meldung an das Jugendamt und wir bewegen uns mit unserem Gesetzentwurf zeitlich davor. Ärzte dürfen sich nur interkollegial austauschen, wenn sie die Einverständniserklärung der Eltern vorliegen haben. Sind diese aber selbst möglicherweise Täter, schädigen ihr Kind, misshandeln es, nehmen diesem Kind ihre Zukunft, werden selbstverständlich Eltern auch diese Einverständniserklärung verweigern. Und wir können möglicherweise den Auftrag in der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, zum Schutz der Kinder tätig zu werden, nicht gerecht werden. Und deswegen haben wir Ihnen diesen Gesetzentwurf vorgelegt. Sie haben uns als Vertreter von SPD und Grünen seit anderthalb Jahren und auch heute nicht keine fachlichen und sachlichen Gründe geliefert, warum Sie diesem Gesetzentwurf nicht beitreten können. Sie haben sogar noch in der letzten Ausschusssitzung gesagt, Ärzte tauschen sich in der Praxis auf. Das, meine Damen und Herren von SPD und Grünen, ist eine offene Aufforderung zum Rechtsbruch. Und Sie könnten Rechtssicherheit in diesem Land herstellen, wenn Sie unserem Gesetzentwurf Folge leisten. Und dass dieser Gesetzentwurf Rechtssicherheit für die Ärzte bringt, haben beide Anhörungen gezeigt. Die Regelung, so wie wir sie vorschlagen, wurde mehrfach als längst überfällig von den Sachverständigen bezeichnet. Beide Ärztekammern im Land Nordrhein-Westfalen, beide Berufsverbände der Kinder- und Jugendärzte in Nordrhein-Westfalen, der Bund Deutscher Kriminalbeamter und der Duisburger Verein Riskit sowie die kommunalen Spitzenverbände und auch der Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege haben zum Schluss der Anhörung gesagt, machen.
Beschließen Sie diesen Gesetzentwurf als kleinen wichtigen Schritt in die richtige Richtung für mehr Schutz der Kinder vor Misshandlung in unserem Bundesland. Frau Abgeordnete, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kern zulassen? Bitte. Besten Dank, Frau Scharrenbach. Besten Dank, Frau Scharrenbach. CDU, Sie sind gerade CDU Kern, ja. CDU Kern, ja. Besten Dank, Frau Scharrenbach. Ich habe noch mal die Frage, weil Sie gerade diese Passage hier aufwerfen. Wie beurteilen Sie die Aussagen der Kommunalen Spitzenverbände und der Freien Wohlfahrtsverbände in der Anhörung? Konkret, die SPD und die Grünen behaupten in ihrem heutigen Antrag, dass die Kommunalen Spitzenverbände und die Freien Wohlfahrtsverbände den Antrag und inhaltlich abgelehnt hätten. Ist das so? Vielen Dank, Herr Kern, für die Frage. Nein, es ist nicht so. Das, was hier betrieben wird von SPD und Grünen, ist schlichtweg eine Klitterung der Anhörung, die stattgefunden hat. Denn die kommunalen Spitzenverbände haben gesagt, die im Gesetzentwurf angelegte Änderung des Heilberufsgesetzes, so wie CDU, FDP und Piraten sie hier heute vorschlagen, ist sinnvoll. Man kann hier an einer kleinen Stellschraube drehen, um den Kinderschutz insgesamt zu verbessern. Und die Freie Wohlfahrtspflege hat zum Ende der Anhörung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie die Probleme, die wir aufgerufen haben, die Probleme, die die Ärzte haben, nachvollziehen kann. Und die Freie Wohlfahrtspflege hat gesagt, unter diesen Umständen können wir diesen Gesetzentwurf mittragen, wenn denn am Ende ein weiterer größerer Schritt folgt. Und dass die Spitzenverbandsvertreter in der Anhörung es sehr deutlich gemeint haben mit diesem Gesetzentwurf und gesagt haben, stimmen Sie dem zu, Herr Kern, können Sie auch daraus schließen, dass die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein bereits im vergangenen Jahr im Winter eine entsprechende Beschlussfassung der Ärzteschaft herbeigeführt hat auf ihrer Kammerversammlung. Und insofern gebe ich Ihnen recht, Herr Kern, das, was SPD und Grüne hier in ihrem Antrag schreiben, stimmt nicht, entspricht nicht dem Ergebnis der Anhörung. Wir warten seit 2012 auf den Gesetzentwurf zu einem Landeskinderschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen. Da war ich noch nicht dabei, deshalb kann ich erst ab 2012 rechnen. Frau Familienministerin Schäfer hat in der vergangenen Woche auf unsere Bitte hin über den Sachstand zum Landeskinderschutzgesetz berichtet. Und sie hat für uns glaubhaft dargelegt, warum es denn so lange dauert, dieses zu entwickeln. Und sie hat auch gesagt, dass 2015 Eckpunkte für dieses Gesetz endlich vorgelegt werden. Und für uns hat es sich überhaupt nicht erschlossen in den vergangenen anderthalb Jahren, warum Sie denn eigentlich gegen diesen Gesetzentwurf sind. Sämtliche Angebote, die wir an Sie, an die Vertreter der SPD und der Grünen in diesem Hause gerichtet haben, um sich hier zu einigen, sind von Ihnen ausgeschlagen worden oder ausgesessen worden. Und stattdessen haben Sie es geschafft, innerhalb von fast zwei Jahren einen siebenseitigen Antrag zu produzieren, den Sie hier heute eintragen, und bei dem offensichtlich eines deutlich wird. Die, die diesen Antrag geschrieben haben, verkennen, was es in diesem Land im Zusammenhang mit frühen Hilfen, Jugendhilfe und Gesundheitsschutz in diesem Bereich schon alles gibt. Sie fordern Ihre Landesministerin auf, ein Landeskinderschutzgesetz vorzulegen. Ihre Landesministerin hat selbst gesagt, dass sie 2015 es bringen wird. Sie fordern ein Schutzkonzept mit Strategien zur Vernetzung und Kooperation. Das gibt es, ist im Sommer 2014 auf über 80 Seiten durch die Landesregierung auf den Weg gebracht worden. Und deshalb sollten Sie gleich, Frau Schulze, Sie haben ja hier heute die rühmliche Pflicht, hier vortragen zu müssen für die Landesregierung, sollten Sie jetzt gleich ernsthaft den Antrag von SPD und Grünen hier begrüßen, dann würden Sie eigentlich damit nur deutlich machen, dass die Fachministerinnen ihrer Aufgabe in einem wesentlichen Politikfeld in Nordrhein-Westfalen über die letzten Jahre nicht nachgekommen sind. Wie hoch? Abschließend möchte ich zu diesem Punkt Herrn Sprenger von Riskit aus der Anhörung zitieren. Das, was Sie hier beschließen, dieser Gesetzentwurf zum Änderung des Heilberufsgesetzes, ist letzten Endes ein ganz, ganz kleiner Schritt. Aber damit retten Sie einigen Kindern das Leben. Darauf können Sie sich verlassen. Und deshalb nehmen Sie heute diese Verantwortung wahr und stimmen Sie mit Ja, Nein oder Enthaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Scharrenbach. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Kollegin Asch das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte beginnen mit einem Zitat von Olof Palme. Weil unsere Kinder unsere einzige Verbindung zur Zukunft sind und weil sie das Schwächste sind, gehören sie an die erste Stelle unserer Gesellschaft. Ja, das gelingende Aufwachsen von Kindern, gesund, behütet und sicher, das ist eine Aufgabe, bei der die ganze Gesellschaft gefordert ist, um tatsächlich Kindern und ihren Eltern die größtmögliche Unterstützung zu geben. Wir wissen, Eltern sind heute oftmals verunsichert, oftmals überfordert und für einige Familien, für zu viele sind die Lebensbedingungen nicht so in Deutschland, wie es sich für eine reiche Gesellschaft wie unsere gehört und wie es selbstverständlich sein sollte. Und deshalb ist es Konsens zwischen Wissenschaftlerinnen, Praktikerinnen und auch einem Großteil der Politik, dass wir ein System übergreifenden Ansatz verfolgen sollten beim präventiven Kinderschutz, dass vernetztes Handeln der verschiedenen Hilfsangebote der unterschiedlichen Ebenen notwendig ist, um Familien, und das ist das Ziel, von Anfang an zu stärken und präventiven Kinderschutz zu ermöglichen und gelingen zu lassen. Genau das haben wir in unserem rot-grünen Koalitionsvertrag aufgenommen und wir haben eine deutliche Zielvorstellung zum präventiven Kinderschutz benannt. Und mit dem heutigen Antrag jetzt geben wir den Rahmen vor, auf Grundlage dessen die Landesregierung ein Präventionsgesetz und ein Gesetz über frühe Hilfen entwickeln soll. Wir wollen, dass Familien und Kinder gestärkt werden durch den Aufbau von unterstützungs- und präventiven Maßnahmen. Und wir tun das auch, meine Damen und Herren, aber nicht nur, um spätere teure Interventionen zu vermeiden. Eingebunden und vernetzt werden muss es, das hat die Kollegin Hack eben schon ausgeführt, Sie können es auch in diesem sehr umfangreichen Antrag noch mal nachlesen, vernetzt werden muss der Gesundheitsbereich. Das ist was ganz Wichtiges, der steht leider zu oft noch außen vor und neben den anderen Hilfesystemen, die Kinder- und Jugendhilfe, die Kitas, Familienzentren, die Schulen bis hin zum Übergang zum Beruf. Wir alle wissen, dass oftmals in der kommunalen Praxis es noch so ist, dass die Dienste nebeneinander herarbeiten, dass sie nicht optimal ineinander greifen. Und hier wollen wir am Beispiel, und Frau Scharrenbach, das ist das Beispiel, Sie wissen, das sind Modellprojekte, kein Kind zurücklassen. Und anhand der Auswertung dieser Modelle wollen wir das verstetigen und das in eine gesetzliche Grundlage überführen, dass tatsächlich verbindliche Kooperationsformen in den Kommunen hergestellt werden, die auch tatsächlich tragfähig sind. Nun tat die CDU, und das haben wir in unserem Antrag aufgenommen, ein sehr kleines Segment, was innerhalb des Kinderschutzes möglicherweise geregelt werden könnte, formuliert. Wir haben das hier aufgenommen in unserem Antrag. Wir haben es deshalb aufgenommen, weil wir es ja sehr intensiv bereits diskutiert haben in zwei Anhörungen. In diesen zwei Anhörungen ist es zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen der Sachverständigen gekommen. Die Kommunalen Spitzenverbände, der Kinderschutzbund, die gesamte freie Wohlfahrtspflege hat sich sehr kritisch bis ablehnend gegenüber dem Gesetzentwurf von ihrer Seite zu verhalten. Und wir meinen nun, dass es deswegen angemessen und auch fair ist, wenn so unterschiedliche Einschätzungen sich gegenüberstehen, dass man das prüft, gründlich prüft. Und genau diesen Passus, Herr Hafke, haben wir in den Antrag aufgenommen. Meine Damen und Herren, wir haben es auch deswegen gemacht, weil wir noch mal ein eindeutiges Signal an Sie setzen wollen und senden wollen, dass wir dieses Thema Kinderschutz nicht im politischen Streit hier verhandeln, sondern das, wie es in der Vergangenheit war, wir hier gemeinsam, fraktionsübergreifend, parteiübergreifend zu einem Konsens darüber kommen, wie gelingender Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen auszusehen hat. Und meine Damen und Herren, ich möchte deshalb bitten, dass wir heute die scharfen Töne lassen angesichts dieses Themas, die ja in der Vergangenheit etwas das alles überlagert haben. Und wir möchten Sie sehr herzlich einladen, sich bei diesem Antrag, den wir heute vorlegen, mitgestaltend einzubringen. Wir sind offen, das Angebot steht, dass wir gemeinsam diesen Bereich gestalten im Sinne eines besseren Schutzes für Kinder und im Sinne der Kinder in Nordrhein-Westfalen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Asch. Frau Kollegin Asch,
konnte Sie jetzt so schnell nicht mehr fragen, ob Sie noch eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Ten Humberg zulassen. Ja, Herr Ten Humberg, Bernhard, gerne. Vielen Dank. Frau Asch, Sie hatten in Ihrer heutigen Rede davon gesprochen, dass eine unterschiedliche Einschätzung vorliegen würde. Darf ich davon ausgehen, dass Sie nicht der Meinung sind, dass bei Verdacht auf Kindesmissbrauch ein Arzt einen ärztlichen Kollegen um einen weiteren Rat fragen darf? Ist das die unterschiedliche Einschätzung zwischen Ihrer Fraktion und unserer? Lieber Kollege Ten Humberg, wir haben das ja schon in der Tat sehr intensiv diskutiert. Und wir beziehen uns rot-grün auf die Sachverständigen. Wir hatten zwei Anhörungen. Und ich verweise darauf, dass zum einen die Sachverständigen gesagt haben, dass eine Wiederholung dessen, ja, ich antworte ja gerade, ich begründe gerade unsere Haltung gegenüber Ihrem Gesetzentwurf. Diese Möglichkeit müssen Sie mir schon einräumen, Herr Hafke. Also wenn Sie die Geduld hätten, zuzuhören. Dass eine Änderung des Heilberufegesetzes, wie Sie es ja fordern, keine absolute Klarheit schafft und keine Änderung der Rechtslage der gegenwärtigen bringen würde, denn dieses Problem ist ja auch in der ärztlichen Berufsordnung bereits angesprochen. Das ist der erste Punkt. Wenn Sie die Anhörungsunterlagen noch mal gründlich studieren, dann geht das eindeutig daraus hervor. Ich zitiere eine weitere Stellungnahme. Die Freie Wohlfahrtspflege hat in ihrem ersten Satz zu der Anhörung am 15. Mai, die Stellungnahme ist vom 15. Mai, die Anhörung haben wir dann am 22. Mai durchgeführt, ganz klar formuliert, die gesamte freie Wohlfahrtspflege, und das sind die Verbände, die Sozialverbände, die die Basisarbeit vor Ort machen, lehnen den Gesetzentwurf der Opposition eindeutig ab. Das sind sehr klare Aussagen. Sie können es nachlesen, ich bitte Sie. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. So, das bedeutet, wir haben widerstreitende fachliche Meinungen, die gehen sogar so weit, und das wissen Sie auch, dass die freie Wohlfahrtspflege bzw. die kommunalen Spitzenverbände sogar in ihrer Anhörung anzweifeln, ob ihre Gesetzesvorlage mehr Kinderschutz ermöglicht oder ob es nicht sogar eine Gefahr darstellt, weil Sie, die kommunalen Spitzenverbände, die Gefahr sehen, dass Eltern sich, wenn sie wissen, dass Daten weitergegeben werden, letztendlich gar nicht mehr mit ihren Kindern in ärztliche Behandlung geben. Und das können wir doch nicht zulassen. Und deswegen aber das Angebot an Sie. Wir wollen das noch mal prüfen und wir wollen diese unterschiedlichen Stellungnahmen der Fachleute, die wir ja vorliegen haben, noch mal neu bewerten. Ich denke, wir kommen Ihnen da entgegen, wenn Sie sagen, das reicht Ihnen nicht aus und Sie stellen sich über die Stellungnahmen der Fachleute, dann ist das Ihre Haltung, die ist nicht zu bewerten. Aber wir sind ganz klar uns gestützt durch die Sachverständigen, die hier zu sehr deutlichen, auch sehr kritischen Äußerungen gegenüber Ihrem Gesetzentwurf gekommen sind. Vielen Dank, Frau Kollegin Asch. Ich kann Sie leider immer noch nicht vom Rednerpult entlassen, weil buchstäblich in letzter Sekunde Ihrer regulären Redezeit hatte sich für die Piratenfraktion Herr Kollege Düngel zu einer Kurzintervention gemeldet. Er bekommt jetzt also für 90 Sekunden Zeit, etwas an Sie zu adressieren, und dann können Sie bitte antworten. Herr Kollege Düngel. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Andrea Asch, Ich bin einigermaßen überrascht. Wir hören jetzt gerade das großzügige Angebot der regierungstragenden Koalition, dass wir als Opposition uns doch an diesem Projekt Kinderschutz sozusagen beteiligen könnten. Vielleicht könnten wir hier an der Stelle einfach noch mal festhalten. Der erste Antrag, den wir zu diesem Thema vorliegen haben, der ist anderthalb Jahre alt. Die Opposition sind diejenigen, die Sie als regierungstragende Koalition eingeladen haben, daran mitzuwirken. Das,
Das hat allerdings die ganze Zeit über eben nicht funktioniert. Wir haben die Anhörung durchgeführt. Es ist ja vorhin auch von der Kollegin Scharrenbach auch schon gesagt worden, es gab nie wirkliche fachlich-sachliche Argumentationen gegen unseren Gesetzentwurf, den wir dann letzten Endes erarbeitet haben, wo wir sie auch wieder eingeladen haben, daran mitzuwirken, mit auf dem Gesetzentwurf dabei zu sein. All das ist ausgeschlagen worden. Und jetzt finde ich es wirklich dreist, sich da vorne hinzustellen und hier die große Einladung zum Thema Kinderschutz auszusprechen. Also, lieber Kollege Düngel, ich lasse mich jetzt nicht darauf ein, dass Sie ja auch selber ursprünglich als Piratenfraktion diesem Anliegen, das ursprünglich von der CDU-Fraktion in einem Antrag formuliert wurde, sehr kritisch gegenüberstehen. Lesen Sie sich noch mal die Rede durch, ich habe das getan, von Ihrem Kollegen Wegener in der ersten Beratung. Und er hat sehr deutlich gesagt, dass für die Piratenfraktion diese Datenweitergabe unter Datengesichtspunkten nicht zustimmungsfähig ist. Er hat auch weiter gesagt, dass sozusagen eine webbasierte Datensammlung für die Piraten nicht, also sozusagen nicht mittragbar ist. Das entspricht ja auch Ihrem sonstigen Anspruch, Datenschutz zu betreiben. Also, aber müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich kann nur sagen, unser Angebot steht. Wir haben hier einen Antrag, einen sehr umfassenden Antrag vorgelegt, wie gelingender Kinderschutz in allen Facetten und nicht nur in einer kleinen, in einem kleinen Ausschnitt von Datenweitergabe möglich werden kann. Wir haben das verbunden mit dem Angebot, jetzt an Sie auch bei der Erstellung eines Gesetzes mitzuwirken, bei auch, dass wir Anregungen aufnehmen, Ihrerseits bei diesem Antrag mitzuwirken, weil wir uns freuen würden, dass wir jetzt, nachdem wir das sehr kontrovers diskutiert haben, dass wir einvernehmlich diesen wichtigen Bereich in Auftrag geben. Dabei bleibe ich und Sie können sich entscheiden, wie Sie das machen. Im Moment sieht das nicht so aus, als wären Sie dabei, aber wir würden uns, glaube ich, sowohl die SPD-Fraktion als wir als grüne Fraktion, wir würden uns sehr freuen, wenn wir diesen Streit überwinden könnten und wenn wir dann zu einer gemeinsamen Beauftragung eines Kinderschutzgesetzes kommen könnten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Asch. Als nächster Redner spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Hafke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit nun 20 Monaten diskutieren wir im Ausschuss über das Thema Kinderschutz, über einen sehr konkreten Punkt, den die CDU, die Piraten und die FDP dort eingebracht haben, nämlich Rechtssicherheit für Ärzte zu schaffen und den interkollegialen Austausch zwischen Ärzten ermöglichen, damit eben kein Ärztehopping mehr stattfindet. Sprich, mit einem Satz den Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Diesen Antrag, diesen Gesetzesentwurf haben wir im Dezember letzten Jahres zugeleitet. Keine Antwort von SPD und Grünen. Keine Reaktion. Wir haben dann uns entschlossen, weil uns das Thema so wichtig ist, das ins parlamentarische Verfahren einzubringen. Bis heute haben wir von Ihnen, liebe Kollegen von SPD und Grünen, keine inhaltliche politische Stellungnahme zum Entwurf. Frau Hack, Sie haben nicht einen einzigen Satz zu dem Gesetzesentwurf gesagt. Wissen Sie, wie man sowas nennt in einem Unternehmen? Wissen Sie, wie man sowas nennt? Dass es Arbeitsverweigerung ist. Das ist Arbeitsverweigerung. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Für mich ist das nach 4 Jahren Parlamentszugehörigkeit heute der Tiefpunkt der parlamentarischen Demokratie in diesem Haus. Ein Tiefpunkt ist das. Sie haben es nicht geschafft, damit umzugehen, dass auf einem inhaltlichen, richtigen Gesetzentwurf nicht Ihre Namen auftauchen, weil Sie nicht in der Lage sind, sich innerhalb von 20 Monaten eine politische Meinung zu bilden. Das ist ein Armutszeugnis. Und Sie wollen dieses Land regieren, dass ich nicht lache. Traurig ist das. Wissen Sie, meine Damen und Herren, Sie schreiben jetzt 8 Seiten Prosa auf. Das kriegen wir als Tischvorlage im Ausschuss hingelegt. Als Tischvorlage. Das ist eine Frechheit ohne Ende. Wir machen das umgekehrt. Wir schreiben in einem einzigen Satz auf, wie man den Kinderschutz verbessern kann. Und Sie wollen wieder in Ihrem Prosa-Antrag die ganzen Thematik von vorne aufrollen. Sie waren dabei bei den Anhörungen, haben es doch mitbekommen, haben die Diskussion doch geführt und sind bis heute nicht in der Lage, inhaltliche Argumente zu nennen, warum dieser Antrag entsprechend von Ihnen nicht verabschiedet werden kann. Das ist schade, das ist nicht richtig. Und Sie gehen damit den falschen Weg im Bereich des Kinderschutzes. Und deswegen
Und deswegen muss ich Sie auch noch mal klipp und klar fragen. Vielleicht haben Sie ja gleich noch die Möglichkeit, darauf zu antworten. Bei allem Respekt, Frau Schulze, ich hätte heute erwartet, wenn das Kinderschutz so hochrangig hier aufgehängt ist, dass die Gesundheitsministerin heute im Parlament ist oder auch die Jugendministerin, die Kinderministerin. Beide sind in diesem Parlament bei dieser Debatte heute nicht vertreten. Und da müssen Sie schon einen Antrag auf den Weg bringen, wo Sie nach 4 Jahren jetzt die Regierung auffordern, einen Gesetzesentwurf zum Kinderschutz zu machen. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das Thema überhaupt relevant oder wichtig genug ist. Wahrscheinlich haben Sie sich in Ihren eigenen innerlichen Debatten total in die falsche Richtung bewegt. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Die Regierung schätzt es nicht entsprechend wert, was hier diskutiert wird. Und meine Kolleginnen von SPD und Grünen, ich hätte heute erwartet, deswegen war es auch wichtig, die Debatte noch mal zu führen, dass Sie uns mit inhaltlichen Argumenten begegnen. Die Kollegin Scharrenbach hat das eben ausführlich dargestellt, welche Vorteile das Gesetzesentwurf mitbringt. Und Sie würden sich keine Zacken aus der Krone brechen, dem Gesetzesentwurf zuzustimmen und dann in die Debatte über Ihren Kinderschutz über Ihr Kinderschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Frau Asch, das wäre größer, aber da sind Sie leider ganz weit von entfernt. Meine Damen und Herren, ich appelliere nun an die Kollegin von SPD und Grüne, nachher dann tatsächlich auch diesem Gesetzesentwurf zuzustimmen, über ihren Schatten zu springen und einen Beitrag für den Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Und dann können wir auch über Ihren Antrag diskutieren und debattieren. Aber bitte springen Sie über den Schatten, weil es hier im Sinne der Kinder ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Haske. Für die Piratenfraktion spricht Herr Kollege Wegner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Frau Hack und auch Frau Asch, Sie haben vorhin gesagt, als Sie über Ihren Antrag gesprochen haben, dort geht es um präventiven Kinderschutz. Richtig, so verstehe ich Ihren Antrag auch. Sehr wahrscheinlich haben Sie nicht so richtig erkannt, worum es in unserem Antrag geht. Bei unserem Antrag geht es um einen kleinen Bereich des Kinderschutzes. Und zwar geht es um das Erkennen und Beenden von Kindesmisshandlung. Eigentlich das Schrecklichste, das Perverseste, was wir uns vorstellen können, was im Bereich Kinderschutz getan werden muss, ist das Beenden und das Erkennen von Kindesmisshandlungen. Und dort sind die Ärzte derzeit alleingelassen. Ich hatte mich auch gewundert, als ich in den Anhörungen erfahren habe, dass Kindesmisshandlung eine Diagnose nach ICD-10 ist. Und die Ärzte, die diese Diagnose stellen müssen, müssen irgendwann entscheiden, liegt sie vor oder liegt sie nicht vor. Das heißt, sie kommen irgendwann an eine Grenze. Wenn es eindeutig ist, ist klar, sind sie sogar verpflichtet, das zu melden. Was tun sie, wenn sie kurz davor liegen, wenn sie nicht wissen, ob dieser eine Punkt, ob der wirklich zutrifft? Sie haben keine Möglichkeit, sich mit irgendwem auszutauschen. Sobald Sie das tun, machen Sie sich straffällig. Das kann doch nicht sein, dass ich die Ärzte dort völlig alleine lasse. Und das ist das Einzige, worum es in diesem Antrag geht. Dass die Ärzte einen Kollegen fragen dürfen, den Fall schildern dürfen, sich mit ihm absprechen können, ob die Diagnose an der Stelle richtig oder falsch ist. Es ist ein Schutz davor, dass Familien nicht fälschlicherweise. Es ist ein Schutz davor, dass Familien nicht fälschlicherweise beschuldigt werden. Es ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Schutz dafür, dass eben genau das Gegenteil nicht passiert, dass es eben nicht erkannt wird, wenn Kindesmisshandlung oder Kindesmissbrauch vorliegt. Und wenn ich jetzt Sie, Frau Asch, höre, dass die Ärzte das schon machen, ja, sie machen es zum Teil, es gibt diese Datenbank. Es ist aber so, dass Ärzte erstmal dafür die Unterschrift der Eltern brauchen. Das heißt, wir sind schon mal bei allen Kindesmisshandlungen dort, wo die Eltern die Täter sind, ist schon mal rausgenommen. Wird da nicht funktionieren. Wenn die Ärzte es trotzdem machen, dann sagen sie ganz klar, sie begehen eine Straftat. Nehmen wir das jetzt so hin, weil es im Guten ist, dann wäre es doch richtig, dort Rechtssicherheit zu schaffen. Das ist das Einzige, was die Ärzte gefordert haben in der Anhörung. Rechtssicherheit. Darum ging es. Herr Kollege Wegner, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Frau Kollegin Dr. Beisheim? Ja. Bitte, Frau Kollegin. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte gerne noch mal aufgreifen, das, was Frau Kollegin Asch vorhin angedeutet hatte, nämlich den Widerspruch aus dem Plenarprotokoll, aus
ich glaube, es war April 2013, wo Sie selber letzten Endes datenschutzrechtliche Bedenken angemeldet haben, bezogen auf webbasierte Datenbanklösungen. Könnten Sie vielleicht erklären, warum dieser Sinneswandel den bei Ihnen so eingetreten ist? Ich weiß nicht, ob dort, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, in diesem Zusammenhang, dass diese Äußerung so von uns kam. Natürlich sind wir prinzipiell sehr, sehr kritisch bei solchen Sachen. Und als wir damals den Antrag der CDU das erste Mal vorlegen hatten, war eigentlich auch die Skepsis größer, genauso wie bei der ersten Anhörung der Sachverständigen war eigentlich die Skepsis erstmal größer als der Wille zur Zustimmung, obwohl wir auch die Problematik dahinter erkannten. Aber wir sahen auch natürlich auch erstmal sehr, sehr stark das Problem des Datenschutzes. Nachdem wir uns aber damit dem Problem auseinandergesetzt haben, ist das die einzige Möglichkeit unserer Meinung nach, den Datenschutz so weit wie möglich hochzuhalten und trotzdem einen möglichst optimalen Schutz für die Kinder zu gewährleisten. Herr Kollege, zwischenzeitlich gibt es weitere Wünsche, Ihnen Fragen stellen zu dürfen. Ja. Erstens von Frau, Sie sagen schon ja. Gut, wunderbar. Dann kann ich Ihnen mitteilen, dass die erste Frage von Frau Kollegin Scharrenbach kommt. Und dann hat Ihr Fraktionskollege Düngel auch noch Aussprachebedarf. Frau Kollegin Scharrenbach, Sie antworten dann und dann ist Herr Düngel da. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Wegener, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Es geht ja hier um die Anhörung aus Mai 2014, über die wir sprechen, weil das die Anhörung zum Gesetzentwurf war. Und ich möchte Sie gerne fragen, ob insbesondere zwei Aussagen von Sachverständigen Ihrer Meinung nach Ihrer Erinnerung entsprechen. Und zwar haben die Kommunalen Spitzenverbände gesagt, die im Gesetzentwurf angelegte Änderung des Heilberufsgesetzes halten wir für sinnvoll. Hier kann man an einer kleinen Stellschraube drehen, um den Kinderschutz insgesamt zu verbessern. Und die Vertreter der Spitzenverbände Freie Wohlfahrtspflege haben gesagt, ich kann allerdings nach dieser Diskussion verstehen, dass die Rechtssicherheit bei den Ärzten sehr gewünscht ist. Das erlebe ich ja tagtäglich, wenn wir in der Jugendhilfe auch die Überlegungen anstrengen. Wenn das gewährleistet ist und dann auch in einem weiteren Gesetzentwurf schnell nachgezogen wird, dann denke ich, würde sich die Freie Wohlfahrtspflege diesem Gesetzentwurf von CDU, FDP, Piraten nicht verschließen. Entspricht das auch Ihrer Erinnerung? Das entspricht vollständig meiner Erinnerung. Gut. Dann ist jetzt Herr Kollege Düngel dran. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mein lieber Kollege Wegner, mir ist eine Nachfrage jetzt in den Kopf gekommen auf die erste Rückfrage bzw. die Antwort dann darauf. Können Sie sich vorstellen, Herr Kollege Wegner, dass es eine Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen gibt oder vielleicht auch mehrere Fraktionen im Landtag Nordrhein-Westfalen gibt, die ihre Meinung und Haltung zu einem Gesetzentwurf vielleicht auch im Beratungsverfahren nach Anhörung und so weiter verändert und den tatsächlichen Gegebenheiten anpasst? Ich würde mir wünschen, dass es viel, viel öfters stattfindet. Ich habe es bis jetzt sehr selten wahrgenommen, wenn überhaupt auf Seiten der Opposition. Und bei diesem Gesetz ist es ja nun mal so, dass es gerade bei uns eigentlich fast eine 180-Kehrtwende gab, gerade nachdem wir mit den Vertretern von Riskit gesprochen haben und uns das mal genau erklärt haben lassen, wo die juristischen Probleme liegen und wo genau das Problem liegt, dass man den Kinderschutz den Datenschutz sehr, sehr hoch halten sollte und deswegen auch eigentlich Probleme bestehen, schon vor der Diagnose mit Nichtärzten darüber zu kommunizieren. Ja, das meiste Wichtige ist ja schon gesagt worden, jetzt auch durch meine Antworten auf die Fragen. Was ich noch sehr wichtig finde, ist die Sache, es wird immer wieder auf die freie Wohlfahrtspflege zurückgegangen. Der größte Kritikpunkt, den die freie Wohlfahrtspflege angebracht hat, ist, dass sie Angst hat, dass nach diesem Gesetz keine weiteren Handlungen folgen.
dass keine weiteren Gesetzesinitiativen und keine Initiativen mehr von diesem Landtag ausgehen. Ich sage mal so, für einen Verband, der außerhalb des Landtags steht und sehr wahrscheinlich teilweise sehr, sehr unter der Trägheit dieses Gebildes hier leiden muss, kann ich dieses verstehen. Das sollte aber doch für uns, nachdem Sie gesagt haben, diesen Baustein würden wir in einem Gesamtpaket oder sogar zum Schluss gesagt haben, wenn danach noch weitere Pakete, noch weitere Bausteine kommen, dann können wir uns diesem nicht verschließen. Dann sollte das doch für uns als Politiker die Marschrichtung sein und ganz klar sagen, ist okay, den Punkt, diesen kleinen Punkt nehmen wir schon mal raus, den setzen wir um. Um dann, und da bin ich auch ganz bei Ihnen, auch präventiver Kinderschutz ist sehr, sehr wichtig, aber hier geht es eben nicht um präventiven Kinderschutz, sondern es geht darum, wenn der präventive Kinderschutz versagt hat. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und selbst wenn wir den präventiven Kinderschutz so gut machen, wie wir es nur eben machen können, er wird nie hundertprozentig funktionieren. Und das heißt, wir werden immer wieder auf das Erkennen und Beenden von Kindesmisshandlungen achten müssen und denen auch die Möglichkeit geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Für die Landesregierung erteile ich in Vertretung für Ministerin Steffens Frau Ministerin Schulze das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, ist Frau Ministerin Steffens heute wie alle Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister bei Bundesminister Gröhe, um das wichtige Thema Ebola zu diskutieren. Und ich vertrete Sie hier noch heute natürlich gerne. Im Koalitionsvertrag 2012 bis 2017 sind die Ziele für unsere Politik der Vorbeugung klar beschrieben und diese Ziele setzen wir systematisch um. Beispiele dafür sind der Ausbau der Familienzentren mit klarer Prioritäten für mehr Chancengerechtigkeit, die Revision des KiBiZ mit den Stichworten Plus-Kita und Sprachförderung oder die Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen. Die 18 Modellkommunen im Land, die den Aufbau kommunaler Präventionsketten erproben, haben gleichzeitig deutliche Fortschritte gemacht. Die Zwischenbilanz bei diesem Modellprojekt hat gezeigt, Vorbeugung wirkt. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen kein Kind zurücklassen. Dabei spielt der präventive Kinderschutz eine ganz wichtige Rolle. Wir haben deshalb im Kinderschutz auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes die Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen Familienhebammen vordringlich betrieben. Das heißt, in allen 186 Jugendämtern sind mittlerweile Koordinationsstellen für Netzwerke Frühe Hilfen eingerichtet worden. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Ergänzend unterstützen wir seit Jahren den Kinderschutzbund NRW und das Institut für Soziale Arbeit dabei, die Akteure des Kinderschutzes vor Ort zu informieren und zu beraten und ihnen mehr Handlungssicherheit zu geben. All das wollen wir weiterführen und weiterentwickeln. Wichtig ist dabei für uns, dass derzeit das Bundeskinderschutzgesetz und die Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen Familienhebammen evaluiert werden. Hier warten wir auf die Ergebnisse, die im kommenden Jahr vorliegen sollen. Wir werden sie uns sorgfältig ansehen und auf dieser Grundlage diskutieren, was möglichst bundeseinheitlich geregelt und im Bundeskinderschutzgesetz weiterentwickelt und was auf Landesebene spezifiziert und durch ein Landesgesetz geregelt werden sollte. Das gilt auch für die Frage der Durchbrechung der ärztlichen Schweigepflicht. In Bezug auf den von CDU, FDP und Piraten vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zum Ausbau des Kinderschutzes möchte ich betonen, dass der Wunsch von Ärztinnen und Ärzten, sich weitestgehend abzusichern, bevor sie bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ihre Schweigepflicht durchbrechen, durchaus nachvollziehbar ist. Die bloße Wiederholung einer bereits in der ärztlichen Berufsordnung verankerten Vorschrift im Heilberufsgesetz schafft jedoch weder eine verbesserte Rechtslage noch mehr Sicherheit für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Das gilt vor allem dann, wenn der Verdacht noch sehr vage ist. Bei hinreichendem Verdacht reichen schon heute die bestehenden Regelungen zur straffreien Durchbrechung der Schweigepflicht aus. Bei der Überarbeitung des Bundeskinderschutzgesetzes sollten klarstellende Regelungen auf bundesgesetzlicher Ebene angestrebt werden. Nur so kann es bei diesem wichtigen Thema bundeseinheitliches Handeln sichergestellt werden.
Ergänzend werden wir auf der Landesebene mit den Beteiligten gemeinsam diskutieren, wie zusätzlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Gesundheitswesen und Jugendhilfe verstärkt werden kann. Bei einem Landesgesetz werden sich natürlich auch Fragen zur Konnexität stellen. In diesem Zusammenhang möchte ich nur kurz auf eine kommunale Verfassungsbeschwerde hinweisen, die beim Verfassungsgerichtshof anhängig ist. Verfahrensgegenstand ist das Vormundschaftsänderungsgesetz des Bundes von 2011. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für NRW, die um den Jahreswechsel herum fallen soll, wird wichtige Hinweise für Gesetzgebungsvorhaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe auf Landesebene und möglicherweise auch auf Bundesebene geben. All diese Erkenntnisse und Ergebnisse werden wir, wie im vorliegenden Antrag beschrieben, für die weitere Diskussion zu bundesgesetzlichen Regelungen wie für ein Landesgesetz nutzen. Im Ergebnis werden wir im nächsten Jahr Eckpunkte formulieren und einen Gesetzesentwurf vorbereiten. Klar bleibt aber auch, bei aller Bedeutung von guten rechtlichen Rahmenbedingungen müssen wir vor allen Dingen auch strukturell dafür sorgen, dass die Hilfeschutzleistungen bei den Kindern und Jugendlichen auch tatsächlich ankommen. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, der Hilfebedarf der Eltern kann nicht von den Angeboten der einzelnen Leistungssysteme, sondern nur von der individuellen Lebenssituation her definiert werden. Das heißt, für einen wirksamen Kinderschutz brauchen wir eine strukturell verankerte und gelebte Kooperation verschiedener Systeme und Institutionen. Das weiter voranzutreiben, wird ein zentrales Vorhaben der Landesregierung bleiben. Und wir setzen auf eine konstruktive Debatte hier im Parlament und im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Somit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Erstens über den vorliegenden Gesetzentwurf, Drucksache 19. Die CDU-Fraktion hat gemäß § 44 unserer Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung zu dem Gesetzentwurf, Drucksache 19, beantragt. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen erfolgt die namentliche Abstimmung durch Aufruf der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden haben bei Namensaufruf mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Bevor ich die Schriftführer bitte, mit dem Aufruf der Abgeordneten zu beginnen, darf ich Sie herzlich bitten, meine Damen und Herren, dass wir während der namentlichen Abstimmung die Geräuschkulisse möglichst niedrig halten. Es ist für die Schriftführer sehr, sehr schwer, ihr Votum wirklich fehlerfrei zu notieren, wenn die Hintergrundgeräusche zu stark sind. So, auf geht's. Ich darf die Abstimmung eröffnen und bitte die Schriftführer so zu verfahren. Herr Abel? Nein. Herr Abrussat? Ja. Herr Alder? Ja. Frau Altenkamp? Frau Andres? Nein. Frau Asch? Nein. Herr Baas? Nein. Herr Bayer? Ja. Herr Becker-Andreas? Nein. Herr Becker-Horst? Nein. Frau Bär? Nein. Frau Dr. Beisheim? Herr Bell? Nein. Frau Benninghaus? Nein. Herr Vandenberg? Nein. Herr Dr. Berger? Ja. Herr Berghahn? Nein. Herr Dr. Bergmann? Ja. Herr Boy? Nein. Herr Bialas? Herr Bischof? Nein. Frau Blask? Nein. Herr Börner? Nein. Herr Börschel? Nein. Freifrau vom Böselager? Nein. Herr Bolte? Nein. Herr Bombis? Nein. Herr Professor Dr. Bovermann? Nein. Frau Brandt? Frau Brems?
Herr Breuer? Herr Brockes? Frau Dr. Bunse? Herr Burkhardt? Herr Busen? Herr Dahm? Herr Deppe? Frau van Dinter? Frau van Dinter? Frau Dmoch-Schweren? Frau Dobmeier? Ja. Herr Dr. Droste? Ja. Herr Dudas? Nein. Frau Düker? Nein. Herr Düngel? Ja. Herr Eiskirch? Nein. Herr Ellerbrock? Herr Engstfeld? Nein. Frau Fasse? Ja. Herr Feuß? Nein. Herr Fortmeier? Nein. Frau Freimuth? Ja. Herr Fricke? Ja. Herr Ganske? Nein. Herr Gabrecht? Herr Gabrecht? Nein. Danke. Herr Gatter? Nein. Frau Gebauer? Ja. Frau Gebhardt? Nein. Herr Geier? Nein. Frau Gödecke? Nein. Herr Goldmann? Nein. Herr Golland? Frau Grochowiak-Schmieding? Herr Große-Brömer? Herr von Grünberg? Herr Grunendahl? Frau Güler? Herr Dr. Hachen? Frau Hack? Herr Hafke? Herr Hahnen? Nein. Frau Hammelrath Helene? Frau Hanses? Nein. Herr Hausmann? Ja. Herr Hegemann? Ja. Herr Heinrichs? Nein. Frau Hendricks? Nein. Herr Hendricks? Herr Herrmann? Herr Hertha? Sie kriegen jetzt den Telefonjoker und dürfen noch einmal... Also nein, okay? Sie wissen, Herr Kollege, es ist nur die Abgabe einer Stimme möglich. Wenn ich wieder ein bisschen um Ruhe bitten dürfte. Herr Hilser? Herr Höhne? Herr Hovenjürgen? Frau Hove? Auch nicht, ne? Herr Hübner? Nein. Herr Jäger? Nein. Herr Jahl? Frau Jansen? Herr Jörg? Nein. Herr Jostmeier? Ja. Herr Jung? Ja. Herr Kämmerling? Herr Kaiser? Herr Kamid? Herr Kerkhoff? Herr Kern-Nikolaus? Herr Kern-Walter?
Herr Kaimis? Frau Kieninger? Frau Klöpper? Herr Körfges? Frau Kopp-Herr? Frau Korte? Herr Kosiski? Frau Kraft? Herr Kramer? Herr Kramer? Herr Krückel? Herr Krüger? Herr Kufen? Herr Cooper? Herr Lammler? Herr Laschet? Herr Lienenkämper? Herr Lindner? Herr Löcker? Herr Löcker? Herr Lohn? Frau Lück? Frau Lüders? Herr Lürke? Frau Lux? Frau Maaßen? Herr Dr. Melzer? Herr Markert? Herr Marquardt? Herr Marsching? Herr Meesters? Frau Middendorf? Frau Milz? Herr Möbius? Herr Moritz? Herr Mustoficiadeh? Herr Müller? Müller-Hans-Peter, Entschuldigung. Herr Müller-Holger. Frau Müller-Witt. Herr Münchow. Herr Münstermann. Herr Nettekofen. Herr Nettelstroth. Herr Neumann. Nein. Herr Olejak? Herr Dr. Oppendrenk? Herr Ortgies? Herr Dr. Ort? Herr Dr. Ort? Herr Ott? Herr Dr. Papke? Herr Dr. Paul? Ja. Frau Paul? Frau Philipp? Frau Pieper? Herr Post? Herr Preuß? Frau Preuß-Buchholz? Herr Priggen? Herr Rahl, Herr Rasche, Herr Rehbaum, Herr Römer, Herr Rohwedder, Herr Rüsse, Frau Riedlewski, Frau Scharrenbach, Herr Schatz, Herr Schäffler? Herr Schemmer? Herr Schemmer? Herr Schick? Herr Schittges? Ja. Herr Schlömer? Herr Schmalenbach? Herr Schmelzer? Herr Schmitz-Hendrik? Ja.
Frau Schmitz, Ingola Stefanie. Herr Schneider, René. Frau Schneider, Susanne. Herr Schultheiß. Herr Schulz. Frau Schulze. Frau Schulze-Vöcking. Herr Schwert. Herr Seel. Frau Dr. Seidel. Herr Sieveke. Herr Sommer. Frau Spanier-Oppermann. Herr Spieker. Herr Dr. Stamm. Herr Stein. Frau Steininger-Bludau. Frau Steinmann. Herr Professor Dr. Dr. Sternberg. Herr Stotko. Frau Stotz. Herr Sundermann. Herr Ten Humberg. Herr Thiel. Herr Tönz. Herr Tüttenberg. Herr Ünal. Herr Uhlenberg. Ist nicht da. Frau Felte. Herr Vogt Alexander. Herr Vogt Alexander. Danke. Frau Vogt Petra. Frau Vogt Küppers. Frau Vosseler. Herr Fussem. Frau Wagener. Frau Waden. Frau Watermann-Krass. Herr Weckmann. Herr Wedel. Herr Wegner. Herr Weiß. Herr Weske. Herr Wirz-Axel. Herr Wirz-Josef. Herr Witzel. Herr Wolf-Sven. Herr Wüst. Herr Jetim. Herr Yüksel. Herr Yüksel. Frau Zentis. Herr Zimkeit. So. Herr Pring meldet sich schon freundlicherweise. Ich habe gesehen, es sind, glaube ich, auch noch einige andere Kollegen dazugekommen, sodass Herr Jung vielleicht so nett ist, nochmal einen Schnelldurchgang zu machen bei denjenigen, die wir gerade noch nicht erreichen konnten. Ja. Frau van Dinter. Herr Hovenjürgen. Frau Hove. Frau Kraft auch nicht. Frau Kraft, ich entschuldige. Ach so, entschuldige. Ja, ab 15 Uhr ist die Entschuldigung. Herr Dr. Ort. Herr Priggen. Herr Schemmer. Herr Uhlenberg. Und Herr Yüksel. So, dann habe ich gesehen, Frau Kollegin Schäfer ist entschuldigt, aber anwesend. Oh so.
Frau Schäfer. Hat mit Nein votiert. Okay. Gut. Wunderbar. So, ich denke, wir haben die Stimmen aller anwesenden Kolleginnen und Kollegen erfasst. Wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt, schließe ich die Abstimmung und ich darf die Schriftführer bitten, die Auszählung vorzunehmen. So, meine Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt geben. Ihre Stimme abgegeben haben 214 Abgeordnetenkollegen, mit Ja stimmten 98 Abgeordnete, mit Nein stimmten 116 Abgeordnete. Kein Kollege hat sich der Stimme enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 19 mit dem festgestellten Ergebnis abgelehnt. Wir stimmen zweitens ab über die Überweisung des Antrags der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen in Drucksache 19. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung dieses Antrags an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend federführend sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss erfolgen. Wer möchte dieser Überweisungsempfehlung zustimmen, den darf ich um das Handzeichen bitten. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich schließe Tagesordnungspunkt 8 und rufe auf Tagesordnungspunkt 9.